Der Priester ist man ja nicht für sich, sondern Priester ist man ja auch für andere. Und die Gemeinschaft, das Miteinander von Priestern und auch von Laien, diese Gemeinschaft in vielen Freundschaften auch, ist ein ganz großes Geschenk. Und da bin ich immer sehr dankbar dafür, dass ich weiß, ich habe Freunde, die mich tragen, die mich auch im Gebet unterstützen. Ich habe sogar Leute, wo ich manchmal anrufe und sage, du, ich habe das und das vor und da ist eine schwierige Situation, bet doch mal für mich. Und ich bin immer so auch dankbar, dass ich dann weiß, jetzt in dem Moment beten tatsächlich Leute für dich und das stärkt so unwahrscheinlich und gibt einem so viel Kraft und dann kann man hinterher vielleicht Dinge, die man vorher gar nicht gedacht hat, dass man die konnte, weil ich eben weiß, es beten Leute für mich und tragen mich in diesem Moment einfach mit.